Ich bin der Maximilian, bin 22 Jahre alt und habe meine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration hier absolviert. Erfolgreich. Hi Max, erklär doch mal, wie läuft eine Ausbildung bei uns ab? Was cool ist, man fängt hier an, kommt kurz überall vorgestellt, einmal durch das ganze Unternehmen und macht da doch dann so 2 Wochen lang ungefähr einen Rundlauf, dass man so in jedem Team einmal war, damit man quasi jeden mal kennengelernt hat. Was fandest du bei deiner Ausbildung besonders gut? In der Schule hat man halt alles Theoretische gelernt und hier in der Firma halt alles richtig Praktische hat man da gelernt, finde ich. Und auch einige Theoriesachen, die man in der Schule leider nicht behandelt hat. Und warum hast du dich nach deiner Ausbildung dazu entschieden, hier zu bleiben? Hier geblieben bin ich, weil ich ein Studium mache und mir halt flexible Arbeitszeiten angeboten worden ist, dass mir das halt ermöglicht wird. Was findest du besonders toll an deinem Team? Ja, also was mir halt cool gefallen hat, ist diese Du-Gesellschaft hier in der Firma. Das kannte ich bisher so vorher nicht und ich finde, das passt auch zu jungen Leuten, dass man sich halt duzt. Wie lief die Zeit zu Beginn deiner Ausbildung hier ab? War ganz locker. Also ich fand, ich wurde sehr schnell integriert in das Team. Wir hatten auch wöchentlich Meetings gehalten, wo ich auch nochmal Fragen hätte stellen können oder auch prinzipiell, wenn mich irgendwas bedrückt hätte, ich das da sagen können. Da hatten wir quasi Einzelgespräche. Wie sieht dein Arbeitsalltag nach der Ausbildung aus? Was ist denn jetzt dein Job? Also wir starten in unserem Bereich mit einem Daily, wo jeder kurz in dem Bereich erzählt, was der heute über den Tag so geplant hat. Also ich bin weiterhin in der IT zuständig, ich übe quasi meinen Ausbildungsberuf weiter aus und versorge die Leute weiterhin mit Updates. Wenn mir irgendwas auffällt, dass Sicherheitsupdates da sind zum Beispiel, werde ich die patchen, sage den Leuten Bescheid, dass sie es machen sollen und prinzipiell weitere Forschung quasi, was es so gibt in der IT, was man ändern könnte, wo man sich noch hineinarbeiten könnte. Und wie reagierst du, wenn die Einladung zum Sommerfest kommt? Yay!